diese Weiterbildungen haben mich vorwärts gebracht. Neues Wissen habe ich natürlich erhalten, konnte das auch im Team einbringen. Und das ist sehr wichtig. Eben, Marketing ist sehr schnelllebig. Man muss am Ball bleiben. Und auch in der Tourismusbranche ist es sehr wichtig, dass man sich eben dieses Fachwissen aneignet. Und ich konnte das auch direkt umsetzen. Eben am Beispiel dieses CAS Digital Marketing konnte ich direkt in der Unternehmung Digitalisierungsmaßnahmen in die Wege leiten und direkt davon profitieren. Die Weiterbildungen konnte ich direkt anwenden in der Unternehmung. Also ich konnte wirklich das gewonnene neue Wissen direkt einbringen. Das ist ein Benefit für mich persönlich, auch für die Unternehmung und für das ganze Team. Man gibt natürlich das Wissen sehr, sehr gerne weiter, dass man eben auch die Teamleistung weiterbringt. Es reicht nicht mehr, eine Grundausbildung zu machen und dann einfach nichts mehr zu tun. Man muss sich weiterbilden, man lernt aber auch sehr viel auf der Arbeit, während der Arbeit und eben auch an solchen Weiterbildungen wie jetzt dann CAS am Beispiel dieses digitalen Marketings. Und es ist alles sehr schnelllebig, das Marketing, die Digitalisierung, man muss wirklich mitziehen, man darf nicht sitzen bleiben, man muss sich bewegen, man muss bereit sein, halt auch Zeit zu investieren in die Weiterbildung, damit man eben etwas auch der Unternehmung zurückgeben kann, damit man wirklich state of the art ist. Am Beispiel Marketing, es braucht wirklich Fachwissen in diesem Gebiet, in den Unternehmungen und auch im Tourismusbereich braucht es Fachwissen und solche ausgebildeten Leute sind sehr, sehr gefragt. Also das gibt schon eine gute Ausgangslage, um sich dann im Arbeitsmarkt zu etablieren, sich weiterzuentwickeln und auch die Karriere zu starten. Was junge Leute mitbringen dürfen, vor allem auch im Tourismussektor, ist sicher viel, viel Flexibilität, Agilität und dann auch ein bisschen Geduld.